Ja, hier sehen Sie die Rufiermaschine und Sie sehen eigentlich auch schon den ersten Vorteil. Reste werden sofort in den Behälter entsorgt. Die Maschine wird geschlossen. Über einen Magnet wird der Deckel gehalten. Sobald dieses Licht aufleuchtet, ist die Maschine startklar. Sie drücken nur auf den schwarzen Knopf und die Maschine fängt an zu laufen. Und das ist das Geräusch der Maschine, dass sie jetzt läuft. Und innerhalb von 40 Sekunden wird die Maschine jetzt über die Pumpe entleert. Das ist eigentlich schon alles. Und wenn die Maschine dann abschaltet, wird die Maschine wieder geöffnet und wird frisch geladen. Der gleiche Vorgang wird wiederholt, wie es gerade entfernt war. Und was haben wir dadurch für Vorteile? Ja gut, Sie müssen so sehen. Bei den normalen Kübeln, die Sie Seite hatten, früher sagte man Schweinekübel, heute sagte man Speiserestekübel. Die sind ja den ganzen Tag hier gestanden, bis sie voll waren. Abends sind sie dann ins Kühlhaus gebracht worden, um dort gekühlt zu werden. Wenn sie noch nicht ganz voll waren, sind sie morgens wieder hergebracht worden, weiter befüllt. Das Ganze entfällt. Sie sparen durch diese Maschine im Monat schon über 190 Euro Stromkosten, die wegfallen, weil sie müssen ja nichts mehr kühlen. Alles, was hier drin war, hat sich jetzt verflüssigt und ist unten im Tank, den wir Ihnen vorher gezeigt haben. Somit ist diese ganze Kette fällt weg. Was hier noch dazu kommt, dieses Material ist bereits für die Biogasanlage aufbereitet und kann direkt so abgepumpt werden, in die Biogasanlage gebracht werden. Es muss also nicht noch zwischendrin was gemacht werden. Sollte mal ein Besteckteil reinfallen, können Sie das Besteckteil in 99 von 100 Fällen wieder entsorgen, indem Sie es rausnehmen. Sollte es sich verklemmt haben, gibt es hier einen Schlüssel, den Sie reingehen und einfach nur ein kleines Stück zurückdrehen und dann ist der Löffel frei und dieses verbrennte Stahlteil rein und sieht aus. Also es macht der Maschine nichts aus. Super. Es soll natürlich aber auch Besteck sparen, nicht Besteck im Endeffekt sorgen.